Mit der Erfindung der Dampfmaschine beginnt das technische Zeitalter. Die Umsetzung von Wärmekraft in Bewegung hat dem Menschen den Weg zu bis dahin ungeahnten Nutzungsmöglichkeiten geöffnet. Die industrielle Revolution ist nicht denkbar ohne die vielen findigen Köpfe, die das vergangene Jahrhundert hervorbringt. Es sind Genies, Tüftler und Träumer. Sie werden bewundert, bejubelt oder auch verlacht. Die Zeit des technischen Aufbruchs beflügelt viele, den Schritt zum selbstständigen Unternehmer zu wagen. Auch einen jungen Schlosser aus Rüsselsheim, Adam Opel. Wie damals üblich hat er als Handwerksgeselle auf Wanderschaft Berufserfahrung gesammelt. In London, Lüttich, Brüssel und Paris. Eine noch wenig bekannte Erfindung fasziniert ihn, die Nähmaschine. Er ahnt die sich bietenden Absatzmöglichkeiten und beschließt, selbst Nähmaschinen zu bauen und auf den Markt zu bringen. Das unweit von Frankfurt gelegene Rüsselsheim ist ein günstiger Standort für sein Vorhaben. Er überredet einen Verwandten dazu, ihm einen Schuppen als Werkstatt zu überlassen. Hier baut Adam Opel im Jahr 1862 seine erste Nähmaschine. Ehrgeiz, Erfahrung, etwas erspartes Geld und nicht zuletzt das Glück des Tüchtigen sind die Grundsteine für den Beginn einer eigenen Fabrikation. Damit beginnt die Zukunft der Opel-Werke. Adam Opel erkennt, dass geschäftlicher Erfolg nicht allein von der Qualität der Erzeugnisse, sondern auch von erschwinglichen Preisen abhängt. Und das setzt günstige Produktionsbedingungen voraus. Die schafft er sich 1867. Eine Fabrik am Rüsselsheimer Bahnhof direkt an der Bahnlinie Frankfurt-Mainz. Eine 15 PS starke Dampfmaschine treibt die Werkzeugmaschinen. Adam Opels Ehefrau Sophie führt die Bücher und hat ein sicheres Gespür für das unternehmerisch Machbare. Die Mitarbeiter und deren Familien schätzen Sophie Opels soziales Engagement. Die Opels haben 5 Kinder, Karl, Wilhelm, Heinrich, Fritz und Ludwig. Um 1870 beschäftigt Adam Opel bereits 100 Mitarbeiter, 1885 dreimal so viele. Um den Nähmaschinenabsatz zu beleben, räumt Adam Opel schon damals seinen Kunden günstige Teilzahlungsbedingungen ein. 1911 geht die Nähmaschinenfertigung in Flammen auf. 1 Million Nähmaschinen sind bis dahin produziert. Der Brand setzt den Schlusspunkt unter dieses Kapitel der Firmengeschichte. Ein anderes hat bereits 24 Jahre vorher begonnen, der Fahrradbau. Aus der Laufmaschine des badischen Forstmeisters Karl Dreis entwickelte sich das Fahrrad in den unterschiedlichsten Bauformen. In Frankreich entstand das Velociped, in England das Hochrad. Adam Opels Interesse für dieses Gefährt ist schnell dahin, als sein erster Fahrversuch ebenso abrupt wie schmerzhaft endet. Aber weil er den Knochenbrecher, wie er Fahrräder dann nennt, mit gutem Gewinn verkaufen kann und weil seine 5 Söhne ihm keine Ruhe lassen, beginnt Adam Opel 1887 Fahrräder zu produzieren. Zunächst Hochräder, aber schon bald Sicherheitszweiräder, wie es in den Prospekten von damals heißt. Den bisher üblichen Vollgummireifen hat inzwischen der Luftreifen des schottischen Erfinders Dunlop verdrängt. Das Fahrrad wird sicherer, komfortabler und beliebter. In den folgenden Jahrzehnten führt die Popularität des Fahrrades zu einem regelrechten Boom. Der Radsport findet begeisterte Anhänger. Von Anfang an dabei die Opel-Söhne, die zusammengenommen weit über 500 Siege erringen. Die sportlichen Erfolge fördern den Absatz der Fahrräder aus Rüsselsheim. Radrennen um den großen Opel-Preis locken Tausende von Zuschauern an. 1927 ist Opel der größte Fahrradhersteller der Welt. Tagesproduktion bis zu 4000 Stück. 1937, nach dem Bau von insgesamt 2,5 Millionen Fahrrädern, gibt Opel diesen Fertigungszweig auf. Zwischen 1901 und 1930 produziert Opel zeitweise auch Motorräder, zuletzt die attraktive 500er Motoclub. Wer heute von Opel spricht, denkt nicht an Nähmaschinen und Fahrräder, sondern an Automobile. Aber Adam Opel hat mit dem Auto ganz und gar nichts im Sinn. Seine Söhne sind da anderer Meinung. 1895, nach dem Tod des Vaters, beginnen sie ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Nach anfänglichem Zögern gibt Sophie Opel den Weg für die Automobilfertigung frei.
Um keine Zeit zu verlieren, suchen die Söhne nach einer fertigen Konstruktion. Friedrich Lutzmann, ein heute in Vergessenheit geratener Automobilpionier, hat sie, den Lutzmann-Pfeil. Dazu einen bescheidenen Maschinenpark und ein paar geschickte Mechaniker. Man einigt sich rasch. Lutzmann zieht nach Rüsselsheim um und innerhalb des ausgedehnten Fabrikkomplexes entsteht eine kleine Motorwagenabteilung. Opel verbessert Lutzmanns Konstruktion und 1898 beginnt die Produktion des Patentmotorwagens System Lutzmann. Der Absatz erfüllt jedoch nicht die Erwartungen. Darum suchen die Opel-Söhne nach einem Wagen, dessen Konstruktion mehr Aussicht auf Erfolg verspricht. 1900, auf dem Automobilsalon in Paris, finden sie bei der französischen Firma Darac, was sie suchen. Sie erwerben die Rechte zum Bau und Vertrieb eines leichten 9 PS Einzylinder-Motorwagens. Die Entscheidung, mit Darac zu kooperieren, erweist sich als richtig. Opels Automobilproduktion fährt aus der Verlustzone. Eigene Entwicklungen mit 1-, 2- und 4-Zylinder-Motoren folgen. Opel-Wagen gelten schon bald als solide, langlebig und zuverlässig. Ein typisches Fahrzeug dieser Epoche ist der Opel 8 PS Vierzylinder. Er kostet 4.125 Mark. Das Auto ist robust, leicht zu bedienen und bei einer bestimmten Berufsgruppe besonders beliebt, bei den Landärzten. Doktorwagen heißt das Wägelchen deshalb und als solcher geht es in die Automobilgeschichte ein. So wie sich Opels Söhne einst für den Fahrradsport begeisterten, engagieren sie sich jetzt im Automobilsport. Carlo Jörns heißt ihr schnellster Werksfahrer. Bereits 1904 erreicht er auf Opel im Rennen eine Spitzengeschwindigkeit von 170 km pro Stunde. Bis 1927 bleibt er rund 300 Mal gefeierter Sieger auf Opel-Rennwagen. 1907, beim Taunusrennen um den Kaiserpreis, ist Jörns bester deutscher Teilnehmer. Kaiser Wilhelm gratuliert persönlich. Der Gewinn des Kaiserpreises festigt den guten Ruf der Rüsselsheimer Automobile. 1928 sorgt Fritz von Opel, ein Enkel des Firmengründers, für Schlagzeilen. Auf der Berliner Avus führt er ein sensationelles Fahrzeug vor. 24 Raketen verhelfen dem Wagen zu einer atemberaubenden Beschleunigung und zu einer Spitzengeschwindigkeit von 230 km pro Stunde. Doch das Ziel Fritz von Opels ist nicht etwa das Raketenauto. Er erprobt Raketenantriebe, auch auf der Schiene, um dann seinen Traum eines bemannten Raketenflugzeuges zu verwirklichen. Fritz von Opel ist der Erste, der ein Raketenflugzeug steuert. Mit dieser Pionierleistung eröffnet er der Luft- und Raumfahrt völlig neue Perspektiven. Im Jahr 1901 hat Opel ganze 30 Wagen gebaut. 3000 sind es 1911. Heute wäre das nicht einmal eine Tagesproduktion. Das Automobil ist gerade den Kinderschuhen entwachsen, aber immer noch den oberen 10.000 vorbehalten. Deshalb sucht Opel nach Marktlücken. Um die Jahrhundertwende sind Flaschenverkorkungsapparate für die nahen Weinbaugebiete, später Feuerwehrautos, Vierzylinder-Flugmotoren und schwere Motorpflüge ein willkommenes Zusatzgeschäft. Die Folgen des Ersten Weltkrieges machen auch vor Opel nicht Halt. Besetzung und Inflation treffen das Werk mit voller Härte. Um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, muss man rationeller produzieren. Opel gibt die noch stark handwerklich orientierte Fertigungsweise auf und beginnt als erster europäischer Autohersteller mit der industriellen Serienfertigung größerer Stückzahlen. Nicht nur die Produktionsmethoden sind neu, auch das Auto. 1924 kommt der neue Wagen auf den Markt. Sein Vierzylindermotor von 12 bis 14 PS verhilft ihm zu akzeptablen Fahrleistungen. Es gibt ihn anfangs nur in Grün, daher der Spitzname Laubfrosch. Die rationelle Serienfertigung macht es möglich, den Preis für das Grundmodell von anfangs 4.500 auf sage und schreibe 1.800 Mark zu senken.
Täglich rollen erst 25, dann 120 Wagen vom Band. Der Laubfrosch wird ungemein populär, nicht zuletzt wegen des erschwinglichen Preises. Warb man 1911 noch mit einem Kundenverzeichnis von Fürstlichkeiten und anderen hohen Herrschaften, so ist es 1925 geradezu umgekehrt. Das Automobil kein Vorrecht bevorzugter, sondern ein Verkehrsmittel für jedermann. Opel begann schon früh, ein leistungsfähiges Händlernetz aufzubauen. Mit dem Laubfrosch kommt der professionelle Kundendienst. Wartungsarbeiten und Reparaturen nach im Werk erprobten Methoden gemäß Kundendienstcheckheft. Passgenaue Ersatzteile aus der Serienfertigung. Festpreise für bestimmte Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schulung von Servicemechanikern. Die Vorteile der Serienfertigung, ein verbraucherorientiertes Angebot und der gut funktionierende Kundendienst sichern Opel in der Folge die Marktführung in Deutschland. Das Unternehmen floriert zwar in der wirtschaftlichen Scheinblüte ab Mitte der 20er Jahre gut, stößt aber als Familienbetrieb an die Grenzen der Finanzierbarkeit weiterer Expansionen. 1928 erfolgt daher die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. 1929 übernimmt General Motors die Adam Opel AG als Tochterunternehmen. Das erste Fahrzeug nach diesem Wechsel ist der 1,8 Liter. Auch auf dem Lkw-Sektor wird Opel aktiv. Lastwagen gibt es bei Opel bereits seit 1907, allerdings, wie damals üblich, in nicht sehr großen Stückzahlen. Das ändert sich jetzt. Der Opel Blitz, der 1931 auf den Markt kommt, macht seinem Namen alle Ehre. In seiner Größenordnung als flinker 1 bis 3,5 Tonner entwickelt er sich zu einem geschätzten und vielfältig einsetzbaren Nutzfahrzeug. In Brandenburg an der Havel baut Opel 1935 ein Werk speziell für die Produktion des Blitz. Opels Anteil am Nutzfahrzeugmarkt beträgt im gleichen Jahr stolze 34%. 1935 übersteigt die PKW-Jahresproduktion erstmals 100.000 Einheiten. Ein P4 ist der gefeierte Wagen. Aber die eigentliche Sensation von 1935 heißt Opel Olympia, der erste deutsche Großserienwagen mit selbsttragender Ganzstahlkarosserie. Auch das System des Zusammenfügens von Aufbau und Antrieb ist neu. Die selbsttragende Ganzstahlkarosserie des Olympia wird weltweit zum Vorbild für das sichere Auto mit stabilem Fahrgastraum und Knautschzonen. 1936 folgt in gleicher Bauweise der Kadett. 1937 kommt der Admiral heraus, ein Vertreter der automobilen Oberklasse. Im gleichen Jahr berichtet die Wochenschau. In Rüsselsheim beging die größte europäische Automobilfabrik, die Adam Opel Aktiengesellschaft, ihre 75-Jahr-Feier. Die Jahresproduktion steigt auf 130.000 Einheiten. Opel beschäftigt 22.000 Mitarbeiter. Der Marktanteil steht bei 40%. 1939 erscheint der Opel Kapitän, ebenfalls mit selbsttragender Ganzstahlkarosserie. Der letzte neue Opel vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Dann tragen auch die Autos Uniform. Keine Spur mehr von Lackglanz und Chrom. Das Auto ist zum Rüstungsgut degradiert, abkommandiert zu allen Kriegsschauplätzen, ausgeliefert dem zerstörerischen Geschehen, wie alles. ...1945, Kriegsende. Obwohl nie voll in die Rüstung des Dritten Reiches eingegliedert, sind die Rüsselsheimer Fertigungsstätten zu 40% zerstört. Das Werk Brandenburg wird demontiert. Eine kleine Stammmannschaft macht sich in Rüsselsheim erst einmal an die Aufräumungsarbeiten und beginnt mit einer bescheidenen Ersatzteilfertigung. 1946, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Eine Nachricht, die den Fortschritt der Ankurbelung, die Belebung der Wirtschaft deutlich unterstreicht. Opel produziert wieder. Trotz aller Schwierigkeiten der Materialbeschaffung ist in den Rüsselheimer Werken der serienmäßige Bau des 1,5 Tonnen Lastwagens Opel Blitz angelaufen. 11.000 bis 12.000 Teile sind allein für einen Wagen nötig. Die Materialbeschaffung war vielfach nur mit Hilfe der amerikanischen Dienststellen möglich.
Über 6000 Arbeiter sind bei der Produktion des Opel Blitz beschäftigt. Und dann 1947. In den Opelwerken in Rüsselsheim am Main ist die serienmäßige Produktion des neuen Opel Olympia-Wagens wieder angelaufen. Der Opel Olympia 1947 ist gegenüber dem Vorkriegsmodell wesentlich verbessert worden. Zuerst sind es nur 500, bald aber schon wieder 1000 Wagen je Monat. 40% davon zum Export und 60% für den dringenden Inlandsbedarf bestimmt. 1948. Die Währungsreform von Reichsmark auf D-Mark belebt die deutsche Wirtschaft. Es geht wieder aufwärts, auch bei Opel. Und bereits 1949... Kürzlich wurde der 100.000. Opel Olympia fertiggestellt. Aus diesem Anlass beschloss die Leitung der Opel-Werke, nach dem ältesten Wagen der Firma zu fahnden und ihn gegen den neuesten umzutauschen. Man fand den Veteranen, Baujahr 1912, in Besitz und Dienst eines Weinbauern im Rheinland. Und hier der Jubilar, der 100.000. Opel Olympia, den der glückliche Besitzer des Veteranen nun in Empfang nimmt. Zum Abschluss der Feier ein Corso mit dem Enkel an der Spitze seiner Ahnherren. Ein Jahr später. Es stellt sich vor, Opel Olympia 1950. Ein alter Bekannter im modernisierten Gewand. Aber nicht nur die Karosserie, auch ein neues Dreiganggetriebe mit Fernschaltung und am Steuerrad hat sich den internationalen Neuheiten angepasst. Und wieder ein Jahr später. Die Opel-Werke in Rüsselsheim zeigten ihre neuen Modelle für 1951. Dies ist der neue Opel-Kapitän, der neben technischen Verbesserungen auch eine neue Linienführung aufweist. In den Opel-Werken in Rüsselsheim entstand ein neues Prüffeld für moderne Autokonstruktionen. Die Steilkurven sind bis zu 70% überhöht. Die Höckerbahn ist sozusagen die Feuerprobe für die Federung. Die Rutschbahn eines berieselten Straßenstücks ist die Meisterprüfung der Bremsen. Die neuen Prüfstrecken haben eine Gesamtlänge von 7 Kilometer. Ein technisches Spießrutenlaufen im Dienste der Verkehrssicherheit. Als Ersatz für die zu klein gewordene Rüsselsheimer Versuchsbahn entsteht 1966 in Dudenhofen, unweit von Frankfurt, ein neues Prüfgelände mit einem über 30 Kilometer langen Netz von Mess- und Marterstrecken. Um die Zuverlässigkeit zu optimieren, werden die Fahrzeuge jedem nur denkbaren Test unterworfen, mit Belastungen, die bis zu 75 Mal höher sind als im normalen Straßenverkehr. Schon Ende der 50er Jahre rollen jährlich mehr als 300.000 Fahrzeuge vom Band. Bis 1960 erhöht sich die Tagesproduktion auf 1.500 Einheiten. Eine weitere Steigerung ist in Rüsselsheim nicht mehr möglich. Opel erwirbt in Bochum stillgelegte Zechen, trägt die alten Anlagen ab und baut mit Investitionen von über 1 Milliarde Mark neue Produktionsanlagen und schafft damit Tausende von Arbeitsplätzen. Ein neues Werk, ein neuer Wagen, lautet das Motto. Und zu Opels 100. Gründungsjahr läuft 1962 erstmals nach 22 Jahren wieder ein Opel Kadett vom Band. Der Wagen erweist sich als Senkrechtstarter. Am Markterfolg des Kadett hat sich über alle Modellgenerationen hinweg bis heute nichts verändert. Und Opel expandiert weiter. 1966 nimmt das Werk Kaiserslautern die Fertigung auf. Zunächst produziert es Lenkungen, Stoßdämpfer und andere Fahrwerksaggregate. Später auch Kunststoffteile, Pressteile, Motorenteile und komplette Motoren. Nähmaschinen, Fahrräder, Motorräder. Vom handgefertigten Schnauferl über die erste Fließbandproduktion in Deutschland, vom Bau des ersten deutschen Serienautos mit selbsttragender Karosserie bis hin zu den geheimen Neuentwicklungen für morgen. Aber die Zeit bleibt nicht stehen und unsere Zukunft ist geprägt von der nüchternen Einschätzung der Gegenwart, der wir uns im Zeitalter der Rohstoff-, der Energie- und Umweltdiskussionen stellen.
Es gilt zu forschen und neue Technologien zu entwickeln, um nicht nur morgen, sondern auch über die Schwelle des kommenden Jahrtausends hinaus Automobile bauen zu können, die ein glaubwürdiges und seriöses Angebot darstellen und die in der Summe ihrer positiven Eigenschaften zu überzeugen vermögen.